Wir haben ja in den zurückliegenden Jahren gesehen, nachdem Alexander Ristić nicht mehr in Düsseldorf war, ging es ja permanent bergab. Und jetzt hatten wir die Chance, ihn wiederzuholen. Und ich freue mich, dass es uns gelungen ist. Was machen Sie hier heute? Ja, also ich muss Ihnen sagen, wie Sie wissen, hat Alex heute sein erstes Spiel hier. Und da ich Mannschaftsbetreuer in Schalke bin und mit Alex lange zusammengearbeitet habe, habe ich gesagt, naja, Charlie, wenn du jetzt zum Alex fährst und drückst ihm die Daumen, vielleicht nutzt es ein bisschen was. Da ist er also wieder. Und als er heute Nachmittag nach 4 verschlissenen Trainern wieder auf seinem Stühlchen Platz nahm, war das Spiel schon 3 Minuten alt. Ein bisschen Show muss halt sein. Die musikalische Einleitung durch die Toten Hosen, die fußballerische durch die quicklebendigen weißen Hemden, in denen steckten die Fortunen, in dem mit der Nummer 10 Günther Breitzke. Ein Problem in den letzten Wochen bei der Fortuna, die Abwehr mit 17 Gegentoren, die zweitschlechteste der Liga und auch unter Ristić noch verwundbar. Martin Driller, kein Abseits auf Markus Erdgen. Aber da fehlt dem Burschen ganz alleine vor dem Tor noch die Ruhe. Jörg Alberts sollte bei der Fortuna heute eigentlich das Trikot mit der Nummer 3 tragen. Beim Aufwärmen verletzte er sich, für ihn dabei dieser Mann, Stefan Strehrath. Vorbei an Kotschian, vorbei aber auch am Tor. Wie knapp sehen Sie in der Wiederholung. Stefan Strehrath. Hier noch einmal, er überzeugte heute Nachmittag und nicht nur in dieser Szene in der 14. Minute, sondern auch 8 Minuten später, da ist er wieder. Und jetzt schauen Sie mal, ein klasse Pass auf Günther Breitzke und der macht das 1:0. Klar, Klaus Tom vorne mit der Hand dran, den hätte er haben müssen, der geht auf seine Kappe. Und Ristić, gelassen sitzt er da, als wolle er sagen, Leute, das war doch eh klar. Nochmal in der Wiederholung das 3. Saisontor von Günther Breitzke. Das 8. für die Fortuna überhaupt in dieser Spielzeit. 0:1 gegen die Hanseaten und es kam noch schlimmer. 6 Minuten später, Knebel fault Schütz und bereits vorgewarnt sieht er die sogenannte Ampelkarte. Für mich diese Entscheidung. Zu hart, ganz leicht. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Berührt er Schütz hinten an der Kniekehle, aber für mich nicht gelb-rot. Dann ging es bergauf mit St. Pauli und zwar mit dem Pokalsieger, mit Carsten Suhrmann. Hier die Maßflanke auf Bernhard Olk, aber Schmadtke. Und dann auf der Gegenseite die Spielchen der Fortuna. Günther Breitzke über Freund und Feind hinweg. Das gefiel Rainer Aigner, also zurück zu Breitzke über Feind und Freund hinweg. Effektiver die neue Idee auf Bernhard Winter. Da ist er. 2:0. 43 Minuten waren gespielt. Das sah einfach aus und war es auch. Denn trotz eines erfahrenen Liberos namens Jan Kotschian heute Nachmittag ein Heidendurcheinander in der Abwehr des FC St. Pauli. Was will man mehr, wird sich Alexander Ristić zur Pause gedacht haben. 2 Tore, 2 Punkte im Anmarsch, ein Sträußchen Blumen. Dazu Beifall via Anzeigetafel. Düsseldorf hat seinen Fußballkönig wieder. Er lässt aber auf sich warten. Alex kam 3 Minuten nach Wiederbeginn und ließ sich feiern. Zu feiern gab es dann im zweiten Durchgang gar nichts mehr. Das Spiel verflachte. Jetzt auch mit einigen Härten, Leerlauf auf beiden Seiten und die anfangs noch begeisterten 8000 im Rheinstadion drohten jetzt einzuschlafen. Da weckten sie Günther Breitzke und Michael Schütz Außenpfosten. Das Spiel hatte gut begonnen, aber in der zweiten Halbzeit sah man, wie viel Arbeit beide Trainer noch mit ihren Teams haben werden. Nennenswert noch dieser wunderschöne Schuss von Strehrath, der klatscht an den Pfosten. Schluss in Düsseldorf, 2:0 das Endergebnis. Sie sahen ihn gerade, Lorkowski, er war frustriert. Nicht aber dieser Mann, er konnte den Abpfiff genießen. 2 Tore, 2 Punkte, Charlie Neumann. Drückte, Sie erinnern sich, die Daumen und prompt gab es für Alexander Ristić ein Trainer-Comeback nach Maß. Ein Stadion als Mausoleum, als Erinnerung an die einstige Größe von Fortuna Düsseldorf. Sicher, noch ist das nur eine Vision.
Doch düstere Zukunftsgedanken haben inzwischen selbst eingefleischte Fans. Überall herrscht Lethargie. Die Fortuna ist, beinahe unbemerkt von den Düsseldorfern, nach ihrem Bundesliga-Abstieg inzwischen auch in der zweiten Liga ganz unten angelangt. Mit Riesenschritten, so scheint es, eilt die Mannschaft abwärts Richtung Oberliga bezahlter Fußball. Ade. Sind Sie der Schatzmeister von Fortuna Düsseldorf? Nein, der Sohn von ihm. Nee, Quatsch. Ich bin armer Student. In 3 Jahren wird die Fortuna 100 Jahre alt. Was glauben Sie, wo die Fortuna das Spiel? Gegen wen? Gegen Borussia Mönchengladbach in der zweiten Liga. Ich glaube, das langsam Jülich heißt. Oder Kölnbrück. Ja, dann werden sie eben in der Oberliga DFB-Pokalsieger. Tatsächlich holt sich die Fortuna ihre Erfolgserlebnisse derzeit im Pokal. Sowie am Samstag beim Sieg über Hansa Rostock. Ein Erfolg, den viele weniger den Spielern zuschreiben, denn dem Trainer Alexander Ristić. Die Fans verehren ihn wie einen Gott. Fortuna und Alex gehören einfach zusammen. Genau. Weil Fortuna und Alex gibt es nicht. Der Alex ist der Beste, der ist auf der Welt. Der Alex, wenn der Alex nicht hält, der Alex ist der Beste. Alexander Ristić, der Vater des Wiederaufstiegs 89, tatsächlich sind Aufstieg und Fall der Fortuna untrennbar mit seinem Namen verbunden. Durch die sportlichen Erfolge, er führte Fortuna fast bis auf einen UEFA-Cup-Platz, noch mehr aber durch seinen direkten Draht zu Fans und Sponsoren, schien seine Position unantastbar. Doch dann, im Herbst 1990, riskierte Ristić zu viel. Er wollte eigenständig einen Torwarttrainer einstellen, ließ sich auf einen Machtkampf mit dem Vorstand ein und verlor dabei. Was die Präsiden Förster und Gärtner nicht ahnten, es war ein Pyrrhussieg. Am Ende stürzten sie selbst über die Ristić-Nachfolge. Der Düsseldorfer Trainerstuhl war nämlich nur für den kleinen Jugoslawen fest verklebt. Nach dessen Abgang wurde er zum Schleudersitz. Zum Beispiel für den Österreicher Josef Hickersberger. Nach 8 Monaten wurde er entlassen, wegen Erfolgslosigkeit. Von nun an geht's bergab. Oder Rolf Schafstall, nach 5 Monaten gekündigt. Von nun an geht's bergab. Jürgen Gede, schon nach 2 Monaten entlassen. Von nun an geht's bergab. Schließlich Horst Köppel, der im August nach ebenfalls nur 5 Monaten gefeuert wurde. Fortuna war derweil nach Niederlagen wie in Remscheid unten in der zweiten Liga angekommen. Doch dann zog der neue Präsident die Notbremse, holte Ristić zurück. Ohne dass ich den alten Vorstand da jetzt werten will, um Gottes Willen. Aber die Ereignisse danach haben ja nun doch bewiesen, dass Herr Ristić persönlich, aber auch seine Art, offensichtlich die einzige Art ist, die in Düsseldorf Erfolg hat. Die Hoffnung auf einen schnellen Erfolg erfüllte sich nicht, obwohl Ristić im Training mächtig anzog. Die Probleme rührten aus der Vergangenheit. Da war eine Mannschaft mehr zusammengekauft als zusammengesetzt worden. Da fehlte hier die Fitness, dort die nötige Einstellung. Vor allem aber war die Psyche der Spieler angeschlagen. Unsere Mannschaft versucht alles. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile 17 Monate Niederlagenserie. Und das bleibt natürlich nicht in den Kleinen haften. Dazu kommt jetzt die große Angst, weil immer weniger Spiele kommen. Der Abstand wird größer. Und da kommt eins zum anderen. Noch ein anderes Problem kam hinzu. Einige Spieler hatten offensichtlich Schwierigkeiten, das System des Trainers zu begreifen. Da mochte Ristić im Training üben, was er wollte. Im Spiel war alles vergessen. Doch als es zur öffentlichen Schelte kam, nahm der Präsident die Spieler in Schutz. Im Moment geht es ja doch nur im Wesentlichen darum, zunächst mal zu gewinnen. Und dann ist das Wie eigentlich auch egal. Eben Fußball kann doch so einfach sein, wenn das nötige Glück hinzukommt. Wie bei Jörg Schmadtke, als er beim Elfmeterschießen gegen Rostock 2-mal bravourös parierte und dann selbst antrat und bombensicher traf. Alle Fehler aus dem Spiel waren vergessen, jetzt war er der Held. Schade fast, dass es in der Liga kein Elfmeterschießen gibt. Aber Schmadtke als Stürmer, das wäre doch was. Herr Ristić, Ihr direkter Vorgänger Horst Köppel hat gesagt, dass es jetzt so aussieht, ist das Resultat einer verfehlten Einkaufspolitik. Die psychologischen Hintergründe haben wir in dem Beitrag jetzt auch ansatzweise gehört. Wo sehen Sie denn momentan Ihr größtes Problem? Ich sehe überhaupt kein großes Problem. Ich sehe nur zeitliche Probleme, wo Mannschaft muss bestimmte Dinge ändern und dann so sehen, dass wir müssen diesen Verein wieder nach oben bringen. Wie, das habe ich eine Lesung, aber ich muss wieder sagen, ich brauche ein bisschen Zeit mit der Mannschaft zusammenarbeiten.
Ende 1990 ging es der Mannschaft glänzend, man stand in der ersten Liga, sie waren der Trainer. Dann kamen die Intrigen, man hat sie abgesägt, ihre Nachfolger hatten weniger Glück. Und dann sollen sie jetzt, sollten sie die Karre aus dem Dreck ziehen. Sie sagen auch schön, ich mach das, ich pack die ganze Geschichte an. Und dann tun sie noch einen drauf, wie man gelesen hat. Sie bieten sogar eine Bürgschaft, eine finanzielle Verpflichtung dem Verein an, um aus der Misere zu helfen. Ich meine, das ist doch wie mit der Liebe, das hat doch nichts mehr mit Vernunft zu tun, die Verbindung, die sie da mit diesem Verein eingehen, oder? Oh, das ist ziemlich lange Frage und so. Ich muss zuerst erste Punkt sagen, damals, ich bin weggegangen, ich wollte nicht weg von Fortuna, aber bestimmte Unstimmigkeiten mit mir und dann Präsidium. Und ich muss sagen, für ganze Misere und so, Verantwortung trägt nur ein Mensch. Aber ich will nicht über Name überhaupt nicht reden. Warum bin ich zurückgekommen? Das weiß jeder, da ich liebe Fortuna und ich liebe auch Düsseldorf.